Ja, moin und willkommen zu einem weiteren Part von Splatoon 2 Online. Wir hatten beim letzten Mal ein paar harte Auseinandersetzungen mit dem Gesetz und mit der Entmonetarisierung und mit dem Rangkampf. Und mit einigen Gegnern, die rumgenervt haben und die gesquiddanced haben und die einfach alles... Ja, was... Ja, ich, was soll ich dazu noch sagen? Solche Leute sind einfach die größten Unter... Gestalten, die es jemals gegeben hat. Und in dem Sinne würde ich sagen, Textkonzentrator. Wie wär's? Wollen wir dich mal testen? Heute? Ich hätte Bock. Entschuldigen Sie den Huster. Ich hätte schon irgendwie Bock drauf. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir gehen zu Arti, lassen uns die Waffe zeigen. Heute gibt es einen Waffentest zu einem weiteren Sniper, dass ich diesen Tag mal erleben darf. Aber was soll ich sagen? Ich hab's auch manchmal irgendwann. Ich hab's auch manchmal nötig. In dem Sinne, dann zeigen wir mal kurz den normalen Klecks-Konzentrator. Da ist er. Der Klecks-Konzentrator ist für den Kampf über größere Entfernungen gedacht. Halt ZR gedrückt, um die Waffe aufzuladen. Und wenn du ZR wieder loslässt, färbst du einen langen Pfad auf einmal ein. Das klingt etwas unhandlich, aber du kannst auch ein kleines Stück schwimmen. Und die Waffe bleibt aufgeladen dabei. Die Klecksbomben sowie der Hochdruckverunreiniger ergänzen die hohe Reichweite. Dieses Set ist ein guter Einstieg, wenn du dich für diese Waffenart interessierst. Danke, Arti Brudes. Waren jetzt wieder ein paar Sätze zu viel, also beim nächsten Mal halte ich kurz. Ich habe es dir schon mal gesagt, ansonsten fliegst du aus dem Fenster oder ich schmeiß dich aus dem Laden raus und stell mich selber hier hin und labere noch mehr als du. Aber das Ding ist halt, deine Stimmlage gefällt mir nicht. Ja? So, wann hast du zuletzt mal ein Gewicht gehoben? Ja, das war, das, ja, man hört schon anhand der Stimme raus, ne? Du bist ein ziemlicher Lauchschädel. Wir sehen, die Waffe kostet 2200 Gold, ist also ein etwas, es ist ein günstiges Modell. Wenn man sich mal die hier anguckt, oder die hier anguckt, oder die hier anguckt, oder? Die hier, oder die hier anguckt, ist das hier schon auf jeden Fall eine sehr günstige Variante. Die Frage des Tages ist nur, kann die Waffe trotzdem überzeugen, trotz ihrer günstigen Kosten? Das werden wir sehen. Und hey. Damit haben wir 16 Uhr und es gibt die Seegerockbühne und den Hagebuttenhafen, auf dem man super snipern kann, wie ich gehört habe. Und von daher gesehen, Klecks-Konzentrator. Hohe Reichweite. Die Reichweite ist echt ziemlich hoch. Ich hätte sie etwas kürzer eingeschätzt. Das Aufladetempo ist mittelmäßig und die Beweglichkeit ist auch so im Sinne Mittelmaß, ja. So, es ist so 40%, 2/5, ja. Klecksbombe ist die Sekundärwaffe, der Hochdruckverunreiniger ist die Spezialwaffe und da stehe ich schon ziemlich drauf. Man braucht 190 Punkte, um die Waffe, oder besser gesagt, um den Hochdruckverunreiniger freizuschalten. Und heute werden wir uns auch zum ersten Mal die neue Version des Hochdruckverunreinigers anschauen. Das heißt, vielleicht ist es sogar hier noch erklärt, dass man nach 1,5 Sekunden einen fetteren Schwall absendet. Mal gucken. Na, das steht hier leider nicht. Das wurde nicht ergänzt. Schade eigentlich, aber na gut. Ihr seht auch, ich habe mit der Waffe noch nie gespielt. Dementsprechend und von daher gesehen. Klecks-Konzentrator. Wir gucken, was du drauf hast. Hau bitte voll auf die Kacke, Fangs. Also ihr wisst ja, ich bin nicht der Konzentratorspieler. Ich bin nicht der Konzentrator-Typ. Ich mache das echt ungerne, aber... ich habe mit dem Redux-Konzentrator gelernt, hey... Sniper können doch eigentlich schon ganz cool sein. Und ich gucke mir natürlich auch mal an, wie das mit dieser Waffe hier ist. Und ich sehe, hey... Das Aufladetempo geht eigentlich ziemlich fit. Und die Reichweite ist auch vollkommen okay. Nicht die beste, aber ist in Ordnung. Ja. Natürlich kann man auch hier dazu wieder mal ein bisschen färben und so. Und ich gucke natürlich auch, dass ich hier die Spezialwaffe voll kriege. Dass wir uns hier auch um die ein oder anderen Leute kümmern können. Warum immer sie gerade abschilderisieren. Da! Ich hätte sie fast gekillt. Aber wir haben schon direkt das neue Element der Hochdruckverunreinigungswaffe gesehen. Und zwar der fette Schwall, der nach 1,5 Sekunden quasi über das Feld brettert. Also das ist schon ziemlich krass. Ich habe da auch direkt einen Sniper-Konkurrenten. Der mich natürlich jetzt gleich wahrscheinlich killen wird. Vielleicht habe ich auch den Vorteil, dass ich mit der Waffe noch selbst hier in der Tinte im aufgeladenen Zustand durchschwimmen kann. Also ich kann quasi, wie Artig gerade eben schon gesagt hat, ihr habt es ja gerade eben sicherlich gehört, nicht wahr?
Nein, ich hätte ihn getroffen gehabt. Das wäre ein Kill gewesen. Das Spiel gönnten wieder mal gar nicht. Kleinen Schwein. Wo kam das jetzt her? Keine Ahnung. Ja gut, jedenfalls, wie Arti schon gesagt hat, man kann in der Tinte für null, ja, für knapp eine Sekunde, ganz knapp eine Sekunde die Tinte aufladen und so. 0, 1, ja, es ist knapp, es ist wirklich knapp eine Sekunde, nur es wird Zeit, dass ich immer meinen Job nachgehe. Vielleicht mal ein bisschen kille und wenn da halt die... Ja, ja, kannst du nichts machen. Ist ja ein 3R-Schwapper-Spieler, kannst du nichts gegen machen, ne? Da kannst du nichts... da kannst du leider nichts machen gegen, ne? Das ist halt auch ein Schwapper-Spieler, ein 3R-Schwapper-Spieler, da kannst du nichts gegen machen. Kannst du leider nichts machen gegen. Ist halt leider so. Aber gut. Ja, da ist halt wirklich nichts gegen zu machen, aber... Mal gucken, vielleicht können wir es mal irgendwie schaffen, da ranzukommen. Ich werf da mal eine Klecksbombe rüber. Fuck. Ja, da kommen von 1000 Seiten Gegnern, ist okay, ist, ja, ja, ist okay, kommen von 1000 Seiten Gegnern, weil sie es alleine nicht schaffen, mich ja fertig zu machen, ne? Ja, da wird wieder gefokust hier, ne? Kannst du leider auch nichts gegen machen, wieder gegen den Fokus, ne? Aber okay, ja, ich habe keinen mit der Waffe killen können, ich hätte zwar einen killen können, aber nur hatte das Tintenschild halt um und es ist ja nicht so mit dem Update, dass ab einer gewissen Stärke, ab einer gewissen Intensität, ab einem bestimmten Schadenspunkt, der Gegner Schaden kassiert. Trotz Tintenschild. Warum hat das gerade eben nicht gewirkt? Das verstehe ich nicht. Aber gut, geben wir der Waffe nochmal eine Chance. Ich meine, ist ja nicht so, als würde ich nach einem Kampf schon sagen, die Waffe ist scheiße. Aber okay. Ja. Also wir sehen, ja, hat die Waffe innerhalb von... Na, ich zähle mal kurz durch. Null. Ja, innerhalb von einer Sekunde aufgeladen. Ihr könnt diese Aufladung auch nochmal eine Sekunde in der Tinte halten. Das macht es für euch zu einem mobileren, ja, zu einer sehr mobilen Waffe, weil ihr so nämlich... Nein! Wir hätten ihn fast gekillt. Das macht es zu einer relativ mobilen Waffe, weil man quasi dann sich das nächste einsekündige Aufladen spart und so. Das ist halt schon ziemlich cool und... Ansonsten, ich würde halt, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass diese Waffe ein Insta-Kill ist. Ja, das Insta-Kill, wenn man drauf schlägt. In voll aufgeladenen Zustand. Das sah gerade voll gekonnt aus. Das war ja Glück, dass ich den getroffen habe, weil der stand, der war ja nicht mehr auf der Markierung. Wow. Ich dachte mir auch noch so, ja, versteckt sich eine Tinte wie, so, wie eine Sau, ne? Jetzt geht aber die Luzi ab hier. Jetzt geht aber hier die Luzi ab! Nein! Miese Sau! Lass mich in Frieden! Natürlich trifft das nicht, ist klar. Ja gut, das kommt von zwei Seiten. Oh Gott. Wo ist der, Alter? ja. Ja gut. Also am Ende regelt es halt immer die Klecksbombe, das ist nicht normal. am Ende ist halt immer so, ne? Also wenn die Waffe selbst nicht will, dann ja, ist immer die Klecksbombe. Dein Bruder ist. Gut, da kannst du dann auch nichts machen gegen dann. Wenn da auch noch Schwammerketten kommen und so, ist leider nichts zu machen. Aber die Reichweite, ja, wie man sehen kann, ganz okay, ganz gut. Das Aufladetempo hält sich auch eigentlich im ganz guten Rahmen. Und die Beweglichkeit, um mal so ein bisschen auf die Waffe zu sprechen zu kommen, um die mal so ein bisschen zu raten und so. Nicht zu rapen, zu raten. Hält sich in einem ganz guten Bereich. Beweglichkeit ist auch eigentlich ganz gut. Ich meine,
Man bleibt mit der Waffe ja sowieso meist stehen. Also du bewegst jetzt nicht mit der Waffe so 10 Meter weiter und guckst, was passiert. Das ist natürlich crazy, ne? Aber ansonsten, also die Werte sind okay. Ja, ich bin jetzt nicht so derjenige, der die größten Ansprüche stellt oder der dazu viel sagen kann, aber ich kann sagen, mir gefällt die Reichweite. Klar, es geht noch einen Ticken weiter. Auch wenn die Anzeige so gut wie voll ist von der Reichweite, geht es trotzdem noch besser. Also wir haben da noch einen kleinen Tick, nur ein bisschen Luft nach oben. Trotzdem ist die Reichweite ganz okay. Und Aufladetempo könnte auch schneller sein, aber irgendwas muss ja drunter leiden. Die Beweglichkeit, ja, finde ich jetzt nicht so wichtig. Kommen wir jetzt gleich zu Klecksbombe, Hochdruck, Verunreiniger und sonstigen Geschichten und dann kommen wir so ein bisschen zu einer, ja, zu einem Fazit, sagen wir mal jetzt mal, ne? Wissen Sie Bescheid. Gut. Müsste, glaube ich, jetzt Kampf Nummer 3 sein mit der Waffe. Ich bin echt beeindruckt von mir selber hier. Mal gucken, wie wir das jetzt diesmal hier gebacken bekommen. So, also ihr seht, die Waffe ist ganz gut aufgeladen, man kommt auch ganz gut nach vorne. Kann auch hier schon mal so ein bisschen sich um die Gegner kümmern, falls denn welche da sind. Gerade mal nicht, ja. Man ist so gut wie der Erste in der Mitte. Sei denn, da gibt es noch einen Carbonroller-Typen und das ist für mich nur der Moment, um mal kurz auf den Hochdruck von Unreiniger zu sprechen zu kommen. Denn ihr seht, die Waffe hat sich halt ein bisschen gesteigert. Ich treffe die Gegner, aber sie sterben nicht. Das ist halt echt zum Heulen, ne? Und zwar der Hochdruckverunreiniger, ja? Man kann von der Ferne her den Gegner übertrieben bedrängen. Das ist ziemlich krass. Okay. Man kann die Gegner übertrieben bedrängen. Mit dem Hochdruck von Reiniger und er macht ja noch ein bisschen Schaden. Und ich habe ja wohl gehört, dass die Schadenspunkte von dem Teil wohl auch gestiegen sein sollen. Kann ich jetzt nicht viel von erkennen, aber die Gegner verschwinden auch viel zu schnell, ne? Ah doch, guck mal an. Jetzt hat es doch irgendwie geklappt, so nach kurzer Zeit ihn zu killen. Kann aber auch sein, dass er irgendwie durch Tinte oder andere Faktoren schon irgendwie gedamaged war. Was weiß ich. Kann sein. Goodbye. Das können wir natürlich, dass wir wieder zurückkommen hier. Muss man wohl ganz klar so sagen. Oh, ich habe ihn wenigstens gekillt, auch wenn ich hier ein bisschen die Deckung vernachlässigt habe. Aber ich meine, was sollst du machen, wenn hier tausende Gegner rumstehen, die auch japanisch sind und rumnerven? Oh, klappt cool, ja, was klappt hier cool, Bruder? Sie. Ich habe doch schon fast gedenkt, dass er mich am Kennen bienen. Am Bienen ist. Ja, kannst du nichts gegen machen, ne? Kannst du nichts gegen machen. Gegen einen Drecksjapaner, der bitte auf den japanischen Server soll und nicht auf den deutschen oder auf den europäischen. Dankeschön. Ach, dass du wegkommst. Miststück. Aber nichtsdestotrotz. Ja, Klecksbomben, ihr wisst es. Aber nee. Wenn man mal den Hochdruckverunreiniger voll hat und das kann mit dem. Ja, Spezialladezeit plus Perks, Links in der Beschreibung, alle bitte kaufen, fängst. Und mit der Spezialwaffe, das ist, ja. Ihr seht, ich habe es jetzt schon wieder voll gemacht. Seht da diesen ekelhaften Sprengler-Typen, den wir jetzt auch geklatscht haben, sehr schön, verdient. Also man kann die Spezialwaffe schon öfters mal ziehen. So, ich habe es wieder, glaube ich, dreimal oder zwei, dreimal in der Runde geschafft. Kann das sein? Ja, wir verlieren zwar jeden Kampf mit dem Sniper, weil keine Ahnung, liegt es an mir? Bin ich zu bin ich nicht existent genug oder was ist das hier? Ich weiß es nicht. Wir haben, glaube ich, bis jetzt jeden Kampf verloren. Das ist geil, ne? Naja, ne?
Naja, ne? Aber wie man sehen kann, Spezial an der Zeit plus Perks. Wenn man das hat, kann man auch den Hochdruckfotoreiniger öfter benutzen und so. Und ich habe ihn jetzt schon dreimal benutzen können in diesem Kampf, meine ich jetzt gerade eben gesehen zu haben. Ich hoffe, ich bin nicht in der Zeile verrutscht. Mm. Ja, und ansonsten ist eine coole Waffe. Ich meine jetzt die Spezialwaffe, ne? Nicht Klecks Konzentratorwaffe an sich. Dazu kommen wir nämlich jetzt gleich. Ja, aber erstmal natürlich klar, Hochdruck vorne rein, kann auch auf solchen Maps hier extrem krass für den Gegner sein, weil diese Map hier nicht allzu breit ist. Ja, wobei es geht, aber man kann hier durch die offenen Bereiche immer ganz gut sehen, wo der Gegner sich aufhält. Auch gerade hier durch diesen Effekt des Hochdruckverunreinigers kann man aber ganz gut erkennen, wo der Gegner sich gerade aufhält. Durch die weißen Silhouetten des Ganzen. Und ich muss sagen, die Waffe passt auch ganz gut zum Klecks-Konzentrator, weil man mit der Waffe sowieso schon auf Ferne agiert wie eine Sau und dann kommt dann aber noch der Hochdruckverunreiniger dazu. Ist schon ganz cool. Klecks-Bomben ist auch für den kleinen Geschmack, ja, für der Geschmack für zwischendurch, ja. Das die kleine Bombe für zwischendurch, die mal den Gegner ein bisschen durchschütteln kann und ins Wanken bringen kann. Das ist schon ganz gut. Das passt. Ist drin. Ja. Das ist drin. Außerdem finde ich das auch wieder passend zur Waffe, weil man mit den Klecksbomben auch wieder auf Fern agieren kann. Du bist mit der Sniper kein Nahkämpfer, du bist ein Fernkämpfer. Und da passen die Waffen eigentlich ganz gut zu. Das heißt, du bist mit der Waffe ganz gut bedient, was Fernkampf angeht. Bist auch gefährlich. Klar könnte die Range jetzt ein bisschen höher sein, wenn man sich jetzt mal vielleicht die, wenn man sich jetzt mal die Werte des, Elitzer 4Ks oder sowas anguckt. Die haben schon eine richtig krasse Range und eine viel krassere Range. Und trotzdem passt das schon irgendwie, das ist okay. Dankeschön. Geht doch. Also ihr seid halt mit der Waffe gefährlich unterwegs. Leider zeige ich das hier nicht gerade so gut, wie man es zeigen könnte. Ich meine, ich habe jetzt nicht einen einzigen angesniped oder so. Aber ja, ist schon okay. Ist drin. Was ist das hier gerade? So. Ja. Was soll ich da noch zu sagen? Das ist gerade hier. Ich verarsche dich. Was ist das hier gerade, Mann? Alter. Was war das? Naja, gut, jedenfalls, ich finde die Klecks-Konzentratorwaffe, die ist okay. Das kann man nehmen. Ich werde sie wahrscheinlich nicht mainen. Na, ihr könnt euch vorstellen, warum. Weil ich jeden Kampf mit der Waffe verliere. Ich kann aber kurz ins Splatnet schauen, aber ich glaube, ich habe jeden Kampf mit der Waffe bisher verloren. Ob es jetzt an mir lag oder nicht, keine Ahnung. Meine Punkte sind eigentlich, ja, ah ja, DC, okay, na gut, ne? Wenn du halt dann mal irgendwie eine gute Punktzahl hast, hat natürlich wieder irgendeine Missgeburt in DC bekommen. Ja, 4 Kämpfe, 4-mal verloren, aber da kannst du halt nichts gegen machen, ne? Wenn du halt mit solchen Leuten zusammenspielen musst, die nichts drauf haben. Aber okay, wie ist eure Meinung zum Klecks-Konzentrator? Findet ihr die auch okay oder ist die für euch Müll? Gerade auch an die ganzen Experten da draußen, die mit den Snipern umgehen können. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin raus, haut rein und bye.